auch irische Stadler, Schalke und Mandelsamen sind jetzt noch außerhalb. Schalke ist hineingegangen. Jetzt fehlt noch Mandelsamen. Der Start steht unmittelbar bevor. Alle sind jetzt Stadler. Und da ist der Starterfolg zum sechsten Rennen der Schulz und Partner Architektur Trophy. An der 2000 Meter Marke geht das Feld auf die Reise. Oxbridge Blue mit Kanonier, ganz an der Außenseite April Spirit, dahinter dann So Nice mit Fajana, innen Irwisch, Opalen und Schalko, dahinter dann Copycat, Mandel, Samen und Invincible Squaw mit Funky Groove, dann Just Schreck und am Ende des Feldes Lady Lilian. So marschiert das Feld durch den ersten Bogen. Kanonier zeigt den Weg, führt das Feld in die Gegenseite hinein vor Schalko, dahinter dann April Spirit in dritter Position. Oxbridge Blue ist viertes Pferd, außen Fajana auf dem Vormarsch. Dann sieht man Opalin, dann die zweite Gruppe, die angeführt wird, dann von Mandelsamen mit So Nice. An der Innenseite sieht man Irwisch und dann Invincible Squaw mit Funky Groove, Copycat, Lady Lilian, die von neben den nach die äußere Spur und am Ende des Feldes Just Schreck. Die Pferde galoppieren auf das Ende der Gegenseite zu, unter der Führung von unverändert Kanonier. Kanonier diktiert das Geschehen in zweiter Position, Oxbridge Blue. Ganz an der Außenseite ist dann auch Schalko mit dabei. So schließt das Feld dichter zusammen, dass durch den Schlussbogen geht. Kanonier weiter vorne. Kanonier hat das Kommando. Dahinter in zweiter Position jetzt auch Lady Lilian auf dem Vormarsch, wird immer stärker. Lady Lilian hat jetzt das Kommando übernommen. Auch dann ist April Spirit mit dabei, ganz an der Innenseite Oxbridge Blue, dann Schalko und ganz an der Außenseite versucht es dann auch Copycat. So geht es jetzt um den letzten Knick. Da geht es ein bisschen durcheinander zu. Das Feld fächert breit auf. Oxbridge Blue hat jetzt ein bisschen einen Schwung eingebüßt, wurde nach ganz außen genommen. Irwisch ist jetzt vorne, Invincible Squaws mit dabei und Schalko ist ganz an der Außenseite jetzt auf dem Vormarsch, setzt sich mit Oxbridge Blue auseinander. Schalko, Oxbridge Blue, Invincible Squaw und auch Irwisch an der Innenseite ist mit dabei, aber Schalko ist an der Spitze. Schalko, Fajana versucht zu kommen und dahinter dann Invincible Squaw, aber Schalko auf den letzten 50 Metern kommt nach Hause, bekommt schon den Dankesklapp der Reiterin. Dahinter dann Fajana auf den zweiten Platz vor Invincible Squaw, dann Oxbridge Blue mit Irwisch und dahinter sah man dann Funky Groove und dann der vollkommen aufgelöste Rest. Frankreich, das ist die Nummer 4, das ist Silver Meadow, das ist ein interessantes Pferd, eine Stute, die schon gute Leistungen gezeigt hat und ich traue ihr durchaus zu, Milovic etwas zu ärgern. Philipp Minarik reitet, er hat diesen Ritt bekommen, Francis Graffin ist der Trainer in Frankreich im schwedischen Besitz. Die Nummer 5, Raving Beauty, sicherlich auch für eine Platzierung gut genug mit Clément Lecoeuvre, einem jungen französischen Nachwuchsreiter. Die 6, Arazza ist interessant, letzte Form war sehr gut. Da war sie Dritte hier hinter Milovic, heute mit Lucas Delosier, der ja eben gerade gewonnen hat. Und schließlich noch die Nummer 7, Attica. Das ist ein Pferd,
das zweimal hier in Grafenberg im Frühjahr gelaufen ist und zweimal gewonnen hat. Sie hatte dann eine Verletzung, sieht aber sehr, sehr gut aus, macht einen starken Eindruck hier im Führing, ist gewettet 32 für 10, allerdings eine Pause von inzwischen schon über 150 Tagen ist sicherlich nicht ganz ideal. Man wird sehen, wie sie hier klarkommt. Milovic, der klare Favorit. Aber wie gesagt, die Distanz schon das Äußerste der Gefühle für ihn. 1700 Meter, das könnte fast ein Tick zu weit werden. Aber wir werden es gleich sehen. Ich habe es gesagt, die nötige Klasse hat er. Und wenn ihn einer schlagen kann, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht die Nummer 4 Silver Meadow sein könnte. Eine relativ kleine, aber durchaus gute Stute hier, die vielleicht diesen Milovic ein wenig ärgert. Macht hier ein bisschen nervösen Eindruck hier im Führing, die Stute. Aber mit Philipp Minarek hat sie einen Top-Jockey an Bord. Racebets.com wünscht Ihnen Hals und Bein beim Anlegen Ihrer Wetten.